Sophia Klee, Tobias Kirch, Gratulation zu deinem Einzeltitel bei der weiblichen Jugend. Auch zum zweiten Mal, wie eben Van Bommel und Yannick Su im Doppel. Wie fühlt sich denn das zweite Mal an? So, ja, auf jeden anders? Fall. Auf jeden Fall genauso wie beim ersten Mal, weil ein deutscher Meistertitel ist ein deutscher Meistertitel und es war genauso schwer wie letztes Jahr. Deswegen bin ich auch jetzt sehr glücklich. Mhm. Tobias, wir durften ein internes Hessen-Finale erleben. Steht man da irgendwie auf einer Seite oder muss man sich doch eher zwingen, dann neutral zu bleiben? Und ja, also habe ich jetzt kein großes Problem mit, weil, neutral zu bleiben, weil wir waren ja sehr froh, dass wir überhaupt so ein rein hessisches Finale geschafft haben. Grundsätzlich habe ich natürlich mit Sophia mehr zu tun, mit der trainiere ich regelmäßig. Gaia lebt und trainiert ja in Düsseldorf. Von daher kann man sich da sicherlich nicht ganz frei von machen, aber unterm Strich hätte ich jetzt beiden den Sieg gegönnt und von daher passt das schon. Wird heute Abend noch gefeiert, Sophia? So ein bisschen? Oder musst du auch lernen für die Schule? Ich reise heute Abend zum Lehrgang an, also wird nicht mehr gefeiert. Also okay. Und Tobi, Resümee für Hessen so insgesamt, kann man ja sagen, es war eigentlich doch recht erfolgreich, oder? Ja, wir sind in der Spitze und in der Breite eigentlich sehr zufrieden. Ein, zwei bessere Platzierungen wären bestimmt noch möglich gewesen. Also gerade auch das Doppel, das schmerzt einfach. Bondarewa und Klee als Titelverteidiger leider früh ausgeschieden, aber sind halt auch keine Maschinen. Das ist möglich im Sport. Und ja, auch das Finale von Bommel hätten wir natürlich gerne gewonnen. Aber unterm Strich war das ein sehr gutes Ergebnis für uns. Ja. Und abschließend nochmal, Sophia, zum Tagesverlauf so ein bisschen. Man hat schon gemerkt, da war ein bisschen irgendwie der Kopf drin, vielleicht auch wegen der Niederlage im Doppel gestern. Das war ja auch etwas überraschend, dass ihr beide ausgeschieden seid. Wie hast du denn das Finale so erlebt? Wie war der Spielverlauf? Also ich bin die ersten zwei Sätze gut reingekommen. Dann hat sie sehr stark gespielt und ich hatte fast keine Chance, um es mal so auszudrücken. Aber dann habe ich nochmal versucht zurückzukommen und ja, dann hat es geklappt. Alles klar, vielen Dank euch. Danke euch. Super, sehr schön. Achso, jetzt muss ich die Dinger hier mal wieder. Ja, hier hole ich es raus. Und Schlagzeile morgen zu Patrick.